Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den 11.01. morgens um 7 Uhr. Wir haben 1 Grad und ab heute sind die Ferien vorbei. Da heißt es Homeschooling. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und einen schönen Montag. Guten Morgen. Nein, ihr seid nicht beim falschen Film, ihr seid genau richtig. Aber ich muss mal was gegen meine Augenringe machen. Halluzi, die hängen auch bis keine Ahnung wohin. Und da dachte ich, Steffi, komm, du hast so viele Masken, teste die einfach mal aus. Ja, und das werde ich jetzt tun. Habe ich so auch noch nie gehabt. Und ja, ich kann euch sagen, die Augenringe sahen schlimmer aus. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 7.13 Uhr und so fühle ich mich auch, genau. Ja, was steht heute an, was steht heute nicht an? Ab heute, wie gesagt, sind keine Ferien mehr, ab heute beginnt Homeschooling und es wird wieder eine spannende Zeit. Ich muss heute noch waschen, denn das habe ich am Wochenende irgendwie verschwitzt. Also werde ich ab heute waschen, ganz normal den Haushalt schmeißen und ja, mal gucken, wie es heute Abend aussieht, ob ich den Abend noch vollwertig erlebe. Ja, ich werde mal sehen, wie das so ist. Also irgendwie. Fühlt die sich hier schon trocken an? Naja, keine Ahnung. So ist das nun mal. Genau, das ist so, ja, wie sagt man, unser Vorhaben heute. Und ja, da gucken wir mal. Da muss man sich ja auch erstmal wieder reinfinden und vor allen Dingen mit zwei Kindern unterschiedlicher Schulformart oder wie nennt man das? Ja, muss man sich gucken, wie man da zurechtkommt. Ich kann jetzt nicht lachen, würde ich gerne, aber da verschiebt sich wieder alles. Verschiebt sich mein Gesicht voll. Ja, die Kinder schlafen noch, dürfen sie aber auch noch. Die sollen mal ganz gechillt machen. Aber für mich war das schon echt hardcore. Wir waren gestern um 23 Uhr im Bett. Und ich glaube, ich habe um 20 nach 2 ja, war das gewesen, hat letztes Mal auf die Uhr geguckt. Klar, wenn man immer spät im Bett geht, ne? Bei den Kindern haben wir das ja schon Tage vorher alles runter reduziert. Also die waren ja nie so lange wach, aber trotzdem lange. Und ja, da haben wir das schon frühzeitig runter reduziert. Ja, aber bei mir, oder wir haben das hardcore gemacht. Genau. Ja, so ist das, ne? Genau, so sieht unser Montag aus, theoretisch. Wir gucken mal, wie er praktisch wird. Trotzdem wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Da bin ich wieder. Wir haben jetzt 12 Uhr. Wir sind fertig mit Homeschooling heute. Ja, der Lenny hat ja noch bis Mittwoch Schonzeit, also heute und morgen. Mittwoch ist er dran. Heute war die immer schon ganz fleißig, ne? Also ich muss sagen, Respekt, was die Kleinen da schon aufhaben, pff, das ist nicht ohne. Aber wir haben es geschafft, mit kleinen Anlaufschwierigkeiten, ne Emma? Klar, ist auch eine Umstellung. Du hast da 2,5, 3 Wochen Urlaub gehabt und jetzt kriegst du dann eine Litanei von Hausaufgaben. Ja, da darf das auch mal so sein. Und ich habe hier neben gesessen und habe gedacht, komm, schminkst du dich mal. Ja, so sieht das heute aus. In so einem grün, olivgrün, keine Ahnung, was für ein Grün. Und Jolden und rosa Lippen. Ja, der kommt leider immer wieder durch. Der liebt mich einfach. Ich den aber nicht. Das sieht auch so voll durchgeschossen. Ja, so sieht's aus. Homeschooling ist fertig. Jetzt fange ich mit dem Waschen an. Die Sachen liegen hier schon. Ich muss sortieren und waschen. Essen habe ich ja gestern Abend vorbereitet, die Lasagne. Und die brauche ich dann nachher nur einfach in den Ofen schieben. Wetter ist nicht schön, sieht düsterig aus. Wir haben 1,6 Grad und das ist am Rechnen. Genau. Nein. Natürlich, guck doch mal raus.
Die Scheiben, ach, am Fissel. Verzeihung. Also, es ist kein Starkregen, aber es fisselt. Ja, sonst ist die Woche eigentlich gut gestartet, der Tag gut. Kann ja nur besser werden. Wir warten einfach mal ab und jetzt werde ich waschen. Ne, mein Kind, jetzt werde ich waschen. Okay. Genau, und Emma geht jetzt mit Hummel schmusen. Hier haben wir die Lasagne, die ist ja jetzt die Nacht im Kühlschrank schön durchgezogen. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Neues Rezept und eben einen Tag vorher gemacht. Habt ihr da Erfahrung mit? Ich bin mal gespannt, ja, ob es lecker schmeckt. Das ist richtig blöd, wenn der Ofen an ist und es ist kein Licht an. Du denkst immer, der ist aus. Können fast schon wieder guten Morgen sagen. Wir haben 0.25 Uhr. Ich bin gerade dabei, mich abzuschminken. Ja, wo habe ich wieder gesessen? Genau, am Basteltisch. Da vergeht die Zeit irgendwie immer so rasend schnell. Und ja, jetzt muss ich mal eben was gucken. Und zwar, wie ich euch das... So, genau. Ich habe gebastelt und ich hoffe, das erkennt man. Das ist eine Karte zur Geburt, einmal für einen Jungen. Und zusammen habe ich das gelegt und einmal für ein Mädchen. Genau, Achtung, Werbung wegen Namenserkennung, falls das dazu zählt. Ja, das habe ich gebastelt. Und jetzt bin ich an der nächsten Karte dran. Genau, die ist noch nicht fertig, aber fast. Ja, und dann guckte ich jetzt gerade auf die Uhr. Ich denke, oh, das ist was spät. Ja, dann bin ich dann jetzt hochgekommen. Wir haben, als der Udo nach Hause kam, haben wir... zusammen gegessen, beziehungsweise Udo hat gegessen und wir haben zusammen gesessen, gequatscht, ausgetauscht und dann haben wir, was haben wir denn dann gemacht? Jetzt muss ich mal stark überlegen. Karten ja gezockt, wie jeden Abend nach dem Essen. Zocken wir, eigentlich nur wir beide, kommt immer drauf an. Ach, da kommt noch einer, ich wollte... Man weiß, was schon wieder fast in den Startlöchern stehen, ne? Genau. Auf jeden Fall haben wir da Karten gespielt. Ja, ich habe haushoch verloren. So ist das nun mal. Ja, und dann bin ich irgendwann, bin ich dann in den Keller gegangen. Wann war das? Ich glaube gegen 9 oder so. Also 21 Uhr. Ja, ich glaube wohl. Ja, und dann bis jetzt gerade halt, ne? Rubbelde Katz war auf einmal so spät. Ja, ich bin jetzt abgeschminkt. Ich werde mir jetzt mein Gesicht noch einmal sauber machen und cremen. Und wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sag bis nachher. Guten Morgen. Wir haben heute den 12.01. morgens um 8. Kurz nach 8, 5 nach 8, 10 nach 8, so um den Dreh. Und es hat die ganze Nacht von gestern Abend an nur geregnet. Wir haben mittlerweile fast 7 Grad und Regen. Naja, das zieht uns nicht runter. Ich wünsche euch heute trotzdem einen schönen Tag. Und ja, heute ist Tag 2 von Homeschooling. Gucken wir mal, wie das so wird. Guten Morgen, ich sehe wieder so richtig fix und fertig aus. Ich daran, da das wieder gestern so spät geworden ist und heute Udos Wecker später klingelte als 6 Uhr, weil der heute morgen einen Termin hat und dann ist er dann später los. Aber trotzdem, irgendwie ja, hängt mir das in den Knochen. Ja, ich muss heute Abend wieder früher ins Bett, definitiv. Ja, als erstes
gratuliere ich meiner lieben Doro alles Gute zum Geburtstag. Die hat nämlich heute Geburtstag. Und wenn die Geburtstag hat, weiß ich, bei mir ist es nicht mehr lang. Da dauert dann nur noch 5 Tage, eine Handvoll. Und ja, dann wirst du dann heute Morgen wach, guckst dann schöne Bilder auf Instagram. Wartet mal. Und siehst dann, dass wieder überall Schnee gefallen ist. Nur hier nicht. Es ist wirklich konstant seit gestern Abend, muss man Bürste, am Durchrechnen. Ey, wir haben fast 7 Grad. Wir hätten gestern Morgen, wie viel? Können wir gucken? Auf jeden Fall viel weniger als 6 Grad. Oder haben wir 7 Grad? Wir haben 6, und. Fast 7 Grad. Boah. Ey, diesen Temperatursturz. Ach nee, stürzt ja nicht, hebt ja an. Diese Temperaturschwankung, nennt man das so, finde ich grausam, ne? Also, Halleluja. Aber nun gut, sitzen wir nicht drin. Ich hätte mir, wie gesagt, für meine Kinder gerne Schnee gewünscht. Auf einer Seite bin ich froh, dass wir keinen haben. Dann sieht die Bude wieder aus wie Sau. Weil kennt ihr das? Die stehen gerade im Schneematsch rum. Ich muss nochmal rein. Ich habe das nochmal vergessen. Immer bleibt schön Schnee unter die Schuhe hängen. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Aber ich hätte schon gerne für die Kinder Schnee, dass die da mal einen Schneemann bauen. Und ja, das ist ja schon wirklich ein Highlight bei uns. Wenn der dann mal da fliegt, wie auch immer. Ja, ich mache mich jetzt fertig, dann mache ich den Frühstückstisch. Dann werden wir frühstücken. Und ja, dann geht es für Emma Homeschooling weiter. Lenny ist am Morgen dran. Mal gucken, wie der da ist. Und ja, die Kleine hat heute wieder so viel zu tun. Aber da ist so viel. Ne? Für uns ist das klick gemacht, aber man muss das ja aus der Sicht von den Kindern sehen. Da finde ich das schon wieder viel. Aber gut, das ist ja Schulunterricht und Hausaufgaben in einem. Ne? Ich finde das nur mal gut. Ich höre mal die Lehrer noch sagen, ja, die Kinder nach den Ferien, da dauert das immer, bis die das alle so... Aber wir sollen das machen. Naja, wollen wir uns nicht beschweren. Naja doch, ich hätte sogar schon lieber eine Schule, dass das jemand, der das gelernt hat, der jetzt die Kohle kriegt und keinen Ärger damit hat, dass der dann meinen Kindern beibringt. Ja, weil ich bin so eine richtige Erklärungsniete. Naja, so ist das, ne? Ich kann ja nicht überall gut sein. Ich laber wieder Mist, das merke ich schon wieder. Ich laber schon wieder. Ja, heute steht an, Wäsche falten, also Handtücher falten. Dann müsste ich irgendwann endlich mal bügeln. Da warte ich aber jetzt auch, bis die Wäsche von gestern trocken ist. Wäre ja sinnlos, wenn du jetzt bügelst und dann einen Tag später schon wieder bügeln könntest. Ja, so sieht das aus. Erstmal schön ein Serum drauf machen, damit die Haut nicht ganz so schlimm aussieht. Ja, sonst ganz normal Mittagessen machen. Da muss ich mal gucken, was ich da heute machen werde. Und Haushalt, ne? So sieht's aus. Das ist so der Plan, der geplant ist. Und wir gucken dann mal wieder, wie wir das so umsetzen. Ja. Freund Hugo ist auch wieder mit am Start. Boah, grausam, echt, ey. Aber was will ich machen? Irgendwie meint er, der gehört zu mir. Aber da hat er den Vertrag nicht richtig durchgelesen. Den will ich nicht haben. Und ich muss ja auch nicht jeden akzeptieren in meinem Gesicht, ne? So ist das. So.
Genau, wieder Hände waschen. Das ist ein Video, ehrlich. Aber das ist nun mal so. Das gehört nun mal so zu mir. So. Jetzt habe ich mir einmal da die Hände abgetrocknet. Und einmal hier. Jetzt wisst ihr, wie ich das wo überall machen kann. Und ja, ich genieße jetzt noch die Ruhe und decke den Tisch. Da bin ich wieder. Wir haben 20 vor 12 und wir machen gerade Homeschooling-Pause. In der Zeit, als mein Töchterchen fleißig war, war ich auch fleißig und habe mir ein Gesicht geschmettert. Das sieht so aus. Schön pinkig, grünlich, golden. Ey, warum lachst du? Trockene Nase. Wunderbar. Franz Hugo ist auch noch da. Naja, aber so ist das, ne? Ja, ich werde jetzt anfangen, meine Weihnachtstischdecken wegzuräumen. Ne, die muss ich ja nur bügeln, bevor sie wieder nach oben in den Schrank gehen. Genau, Handtücher sind jetzt auch gleich zwei Maschinen, die ich noch falten darf. Und ja, dann werde ich gucken, was es heute zu essen gibt. Werde mich darum kümmern. Ja, Hausaufgaben werden jetzt gleich noch fertig gemacht und dann gucken wir mal, wozu wir noch so Lust haben. Ja, wir haben mittlerweile 7 Grad. Jetzt gerade sah es so aus, als wenn einmal die Sonne um die Ecke gelurrt hat. Aber sonst ist grau und grau. Und windig. Heute Nacht war das windig. Da habe ich auch wieder Halleluja. Trockene Hände habe ich auch. Ja, also alles am Stissel. Alles am Start hier. Ja, sonst kann ich euch noch nichts Neues berichten, ne? So ist das im Lockdown. Da hat man nicht so viel zu erzählen, weil man nicht so viel rumkommt. Ja. Jetzt werde ich meine Hände cremen. Und dann werde ich jetzt gleich den Haushalt weitermachen. Genau, auf jeden Fall habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Ich musste nicht hier mit am Tisch sitzen. Kinder, ja, der Große ist ja heute noch am Pausieren. Aber die Kleine, die macht das ja hier Larifari durch. Und da habe ich mich dann mal geschminkt in den Farbtopf geworfen. Genau. So, bis später. Ich habe gestern diese Zitronenbiskuitrolle gemacht mit meinem neuen Küchenmaschinchen. Und ja, die schmeckt wirklich erfrischend. Ich meine, Zitrone ist generell nicht so mein, aber ich hatte noch Zitrone. Und das Rezept war da drauf. Die werde ich definitiv das nächste Mal mit Erdbeeren testen. Emma, du stehst. Du nimmst mir mein. Dankeschön. Mein letztes Stück Licht, was ich hier noch habe. Aber den Teig und wie ich das genau mache, habe ich ja. Ich habe ja schon mal öfters versucht, eine Biskuitrolle zu machen und bin immer dran gescheitert, egal wie. Irgendwie hat das nie funktioniert. Und da ist alles Schritt für Schritt erklärt und. Ja, sogar eine Blondine hat es jetzt geschafft. Und das ist super einfach. Ja, die ist sehr lecker, erfrischend. Und die esse ich sogar. Und das heißt was. Ja, genau. Ich muss noch ein bisschen üben, den Teig nicht so zu quetschen, dass die Sahne da so rausgeht. Aber das kriegen wir hin. Lecker ist sie trotzdem. Sonnenschein, wie schön ist das denn? Das ist richtig toll. Wir haben, wie viel Grad wartet? 5 Grad. Ist kühler geworden. Aber die Sonne scheint und das ist schön. Heute gibt es Gyrosbrötchen mit Käsekräutercreme. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Habe ich auch noch nie gemacht und auch noch nie gegessen. Ich werde berichten. Hier liegen einmal die Gyrosbrötchen. Die müssen jetzt noch gehen, bevor sie gleich im Ofen gehen. Und jetzt mache ich nur Chicken Nuggets mit Dip. Essen ist fertig. Hier haben wir einmal die Gyrosbrötchen und einmal die Chicken Nuggets. Und ja, Emma sagte, die Chicken Nuggets sind sehr, sehr lecker. Jetzt habe ich zu spät eingeschaltet.
Der Udo hat gerade gemeckert. Ist nicht so sein Spiel heute. Nee. Ne, Udo? Nee. Aber das kommt noch. Der gewinnt garantiert. Nein. Doch. Nein. Wir haben 20 vor 11. Ich habe beim Spielen natürlich verloren. Der Udo, der kann nicht immer so gut bei Skibo. Achtung, Wermut. Wegen Namensnennung. Der kann das immer so. Der lässt mich immer so weit runterspielen. Und der hat ungefähr nur so einen Haufen und ich habe so einen. Und dann zieht der an mir vorbei und gewinnt. Da hat er natürlich Riesenspaß. Andersrum, er glaubt es wirklich. Dabei lasse ich ihn nur gewinnen, weil ich nicht möchte, dass er weint. Genau. Ja, ansonsten haben wir gegen Abend noch soweit alles fertig gemacht für die Videokonferenz, die der Lenny dann jetzt hat mit der Klasse morgen. Der hat ja so Unterricht und ja, da haben wir alles eingestellt. Der Udo hat mir gezeigt, wenn was ist, was ich da machen soll. Ich bin ja in Sachen Technik, bin ich ja eine Vollniete. Das hat er mir gezeigt, das haben wir zusammen gemacht. Und dann gucken wir mal. Genau, und jetzt sollen wir ab ins Bettchen gehen. Die Kinder sind schon im Bett und jetzt gehen wir. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 13.01. morgens um 7 Uhr. Wir haben 1,5 Grad und es ist ganz schön frisch, muss ich sagen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenteiler, einen schönen Tag und wir sehen uns später. Heute gibt es Nudeln mit Thunfischsoße, was die Reste so alles machen. Ich hatte noch ein paar hier stückige Tomaten und Nudeln und dann hatte ich auch noch Thunfisch, ja, mit ein bisschen Sahne, richtig lecker. Mich gibt es auch noch, ich lebe noch, ich habe Homeschooling heute überlebt. Der Herr da hinten im Hintergrund mit seiner Heizdecke, er hat Rückenauer. Wie die Männer so sind. Nix mehr gewohnt, oder Udo? Ich bin ja arbeiten. Ja, du bist arbeiten, ich war hier arbeiten immer. Also Homeschooling, das ist mal gar nicht ohne, finde ich. Udo sagt, das ist ganz easy. Hat ja auch damit nichts zu tun, ne? Ich hab mal schnell durchgekommen, bin zwei Aufgaben gelöst. Ohne Mist, jetzt wirklich ohne Mist. Ich hab von heute Morgen, weiß ich nicht, 10 bis um... Ja, da warst du schon da, ne? Ich sag mal so 4:30, kurz vor 5, also in der Zeit mit beiden Kindern nacheinander hier gesessen. Und dann haben wir das gemacht. Dann hatte der Lenny eine Textaufgabe. Ich war schon so durch, dass ich die Frage nicht mal verstanden habe. Und dann kommt der Udo nach Hause. Ich sag, da musst du mir helfen. Und dann guckt er sich die an und sagt, ja, wo ist jetzt dein Problem? Ja, ich sag, so und so. Ja, so ist das. Wenn du den ganzen Tag nur Zahlen und keine Ahnung und Buchstaben vor der Augen hast, da findest du den Wald vor lauter Bäume nicht mehr, ne? Ja, das war wieder typisch ich. Genau. Aber als der Udo nach Hause kam, hat er mir Farbe mitgebracht. Didi, ich habe Tulpen geschenkt bekommen. Ich liebe ja Tulpen. Genau, jetzt habe ich wieder einen Lichtblick. Alles ist wieder gut. Ja, dann habe ich heute ein Brot gebacken und das ist auch schon halb weg. Also das war richtig, ne, lecker, Udo, ne? Genau, war eine Fertigmischung, aber trotzdem, die war echt gut. Ja, wenn man immer monoton das ein und dasselbe Brot isst, Körnerbrot isst, sind andere Brote dann auch mal. Was hatten wir? Roggen war das, ne? Habe ich gemacht, genau. Aber war richtig lecker gewesen, haben wir hier zum Abend gemümmelt. Genau, dann haben wir Skibo gespielt. Ich habe natürlich gewonnen. Stimmt das, Udo?
Was zeigst du gerade? Was hast du gezeigt? Naja, nein, ich habe natürlich wie immer verloren. Ich hasse den schon mittlerweile dafür. Der wartet immer, bis ich auf seine Höhe komme und dann schlägt er mich. Also im Sinne von nicht kloppen, ja, ja, sondern im Spiel schlägt er mich. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, müde bin ich, kaputt bin ich, aber ich darf ja noch nicht schlafen gehen. Der Udo hat gesagt, darf ich noch nicht. Ne, Hummel? Ja, jetzt werde ich hier noch die Bude machen, weil da bleibt ja auch alles liegen. Und Spülmaschine anmachen. Was zeigst du da immer? Der sagt ja nichts, ne, aber... Naja, auf jeden Fall werde ich das mal tun. Ich könnte echt im Sitzen, ich hätte fast gesagt stehen, aber ich sitze ja, ich stehe ja nicht, einschlafen. Jetzt werde ich aber noch die Bude machen und dann mich aufs Sofa fläzen. Das werde ich ja immer machen, ne, Udo? Ja, genau, ja, sonst habe ich nicht wirklich viel erlebt. Ich sage ja, Lockdown und Homeschooling, da geht die Welt an dir vorbei. Da kriegst du nichts mehr mit. Doch, man bildet sich. Das muss ich ja wirklich sagen, das ist ja wirklich positiv. Man lernt wieder und frischt einige Dinge wirklich wieder auf. Es sei denn, es kommen Textaufgaben, die man dann nicht versteht. Aber da könnte ich ja noch sagen, ich bin blond. Ja, so, jetzt wird nicht mehr viel sein und ich werde jetzt meinen Vlog beenden. Wünsche euch somit einen schönen Restmittwoch. Wir haben noch heute Mittwoch, ne? Ja, ich glaube wohl. Und ja, sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.